Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war ziemlich lange nicht aktiv. Das liegt daran einfach, dass in 2 Wochen meine Hochzeit ansteht und ich sehr viele Vorbereitungen zu treffen habe und viele Organisationsthemen und nebenbei eben auch noch in Vollzeit arbeite. Und ich wollte einfach heute nochmal mein Make-up ausprobieren, also mein Augen-Make-up. Einmal für Henna eine Hälfte und die andere Hälfte Hochzeit. Mein Gesichts-Make-up habe ich bereits getan. Das sind jetzt zwar nicht die Produkte, die ich an dem Tag verwenden werde, aber es soll ja erst einfach nur so auf mich wirken. Deswegen habe ich ganz schnell meine All-Day-Make-up-Favoriten sozusagen verwendet. Falls es euch irgendwie interessiert, dann könnt ihr mir das einfach sagen. Dann schreibe ich euch das einfach in die Infobox. Und ansonsten entschuldigt mich meinen tollen Hintergrund. Und zwar, das liegt daran, dass in dem hier mein Henna-Abendkleid liegt und in dem mein Hochzeitskleid. Die hängen gerade an meinem Schrank herunter. Und da jetzt nichts in meinem Zimmer ist, kann ich euch nicht wirklich einen schönen Hintergrund präsentieren. Das wird sich natürlich alles ändern, wenn ich in der neuen Wohnung bin. In meiner ersten Wohnung sozusagen. Und da habe ich sozusagen schon einen Ort im Kopf, wo ich gerne die Videos in Zukunft machen möchte. Und in Zukunft möchte ich natürlich auch ein bisschen aktiver sein. Ich glaube, ich fange direkt an mit einer Schminksammlung, weil ich dann alles so schön in meinen Schminktisch schon bereits reingetan habe. Und genau, also wo, falls es euch interessiert, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Ich würde mich natürlich freuen. Und dann beginne ich einfach mal. Wie bereits gesagt, eine Seite so, eine Seite so. Ich bin nicht sozusagen eher so die natürliche Braut bin ich auf jeden Fall nicht. Ich werde an dem Tag mich selber schminken, also an beiden Tagen. Und am Henna-Abend möchte ich mehr so ins Rötliche gehen, weil mein Kleid einfach dunkelblau ist, also so ein richtiges Nachtblau, fast schon schwarz, je nachdem welches Licht das ist. Und ich finde, das sieht dann so einen schönen Kontrast zwischen Rot und der dunklen Farbe. Und eben mein Brautkleid ist eben weiß und deswegen werde ich mehr so rosige, mauvige Nude-Töne verwenden. Ja, genau. Paletten, die ich dazu verwende, sind eigentlich nicht so spektakuläre, aber die tun wirklich auf jeden Fall ihren Job. Und zwar die BH Cosmetics Kali Baby Palette, die BH Cosmetics Nouveau Nudes Palette. Das ist, ne, ist ein bisschen überbelichtet. Ach, ich zeige euch die Farben danach. Und einmal die Mrs. Baller. Naja, die erste auf jeden Fall von ihr. Und einmal die Love Hat X Hatice Schmidt Palette. Genau, dann würde ich mal sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Hochzeits-Make-up, weil ich werde nicht die Pinsel nochmal waschen und das Hochzeits-Make-up ist einfach heller. Und dann beginnen wir einfach mal. Ich werde nun bei der Kali Bybel Palette in diesen braun, so leicht ins rosige gehende Ton nehmen. Also wie man sieht, die verwende ich die Palette echt sehr gerne. Bei jedem ist eine coole drinnen und ist wirklich eine gute Palette. Und das trage ich mir jetzt einfach so in die Lidfalte auf, in so kreisenden Bewegungen. Ich halte beide meiner Make-ups sozusagen eher rund, weil ich selber sozusagen schon ein recht, naja, so ein längliches Auge habe, so Mandelform. Und deswegen mache ich das nicht zu sehr. So sieht ja auch alles besser. Also ich verblende das ziemlich hoch. Also ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag das nicht, wenn man so wirklich sieht, weil, also es wird ja sowieso immer heller nach oben. Aber dann ist der Übergang auch so schön. Also ich mag das echt gerne. Ich habe hier übrigens eine trockene Stelle. Ja, ich hoffe, die geht weg bis dahin. Ansonsten, ja, so krass sieht man die zum Glück nicht. Aber ich muss da aufpassen. Denselben Ton trage ich auch direkt unten auf. Ich verwende auch immer denselben Pinsel. Also ich mag das eher, wenn das so ein bisschen, naja, großzügiger verteilt ist und verblendet ist. Also ich bin da auch wirklich nicht so ordentlich, also auch nicht an dem Tag, weil ich finde das einfach schöner. Dann habe ich von der Nouveau Neutrals Palette diese Farbe. Das ist mehr so ein, das ist eigentlich ein Blushton. Ich verwende das immer auch als Lidschatten. Und den trage ich jetzt auch nochmal in die Lidfalte. Aber ein bisschen konzentrierter. Und verblende dann das genauso. Gehe diesmal nur nicht so weit hoch. Also was ich immer gerne mache, ich nehme immer viel Farbe auf, habe da auch weniger Angst, ehrlich gesagt, und drücke das Pigment erstmal dorthin, wo ich es haben will. Und dann blende ich das so nach oben aus. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der Kali Bybel Palette. Das ist eigentlich auch die Hauptpalette, die ich ganze Zeit verwende. Nur ab und zu greife ich zu den anderen Farben und nehme nun mal diesen muffigeren Ton.
Das ist, glaube ich, auch mein Lieblingston in der Palette. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel verwendet und trage den jetzt sozusagen noch konzentrierter auf und auch hier im äußeren Drittel. Also die Palette hat Fallout. Aber an dem Tag mache ich eh mein Augen-Make-up zuerst und dann erst das Make-up. Nur ich finde, es sieht beim Schminken einfach vor Kamera authentischer aus, wenn das Gesichts-Make-up bereits schon fertig ist, finde ich. Jetzt gehe ich nochmal in die Nude Shoes Palette und nehme diesen Mauve-Ton. Der ist ein bisschen kühler. Und trage das jetzt so ein bisschen drüber auf. Um das einfach nochmal ein bisschen zu intensivieren. Jetzt gehe ich in diesen dunkelsten lila Ton aus der Kali Bybel Palette, aber sehr vorsichtig. Ich bleibe mit demselben Pinsel und dann wirklich nur ans äußere Ende. Jetzt gehe ich in diesen sehr kühlen Braunton, der ist so gräulich-braun, mit einem kleineren Blenderpinsel und trage ihn jetzt sozusagen auch da hinten auf. Ich mache alles Schritt für Schritt und lasse mir dabei auch Zeit, und bei der dunklen Farbe will ich es eigentlich wirklich auch nur konzentriert da hinten haben. Verblende das natürlich immer schön alles zusammen, damit es keinen krassen Übergang gibt. Jetzt, was ich mache, ich gehe in verschiedenen Schimmertönen rein und tupfe mir das hier aufs Auge auf. Auch nicht so ordentlich. Dann nehme ich von Stila die Farbe Smoldering Satin. Das sind diese Glitter and Glow Liquid Eyeshadows. Und das trage ich mir mit einem Pinsel auf. Also nicht so direkt, wie das viele machen. Ich nehme dann so ein bisschen vom Pinsel selbst ab. Einfach damit ich es konzentrierter auftragen kann. Und gibt es sozusagen überall dort auf, wo ich gerade diesen hellen Lidschatten aufgetragen habe. Und versucht es auch so ein bisschen so verteilend aufzutragen, damit es keine Klümpchen sich auf meinem Auge bilden und es automatisch direkt so aussieht, als wäre es verblendet worden. Ich trage das jetzt auch im inneren Augenwinkel auf und auch so ins vordere Fünftel, nenne ich es jetzt mal. Einfach, damit es auch im Innenaugenwinkel so ein bisschen schimmert. Ich bin mir sicher, dass das für die meisten einfach viel zu viel ist als Braut. Aber ich mag's. Und der Eyeliner. Das ist der ganz normale Liquid Ink Eyeliner, wie immer. Und da ziehe ich mir ein. Ich hoffe, an dem Tag klappt das wirklich. Das wäre dramatisch, wenn nicht. Dann wäre das ganze Make-up umsonst. So, jetzt trage ich die Wimpern. Ich weiß, für viele ist es einfach viel zu viel, aber es gefällt mir einfach. Und zwar sind es die von Leni Lash. Die sind von Cosmetic for Less, die Eigenmarke. Und das ist die Variante Magic. Genau. Und so sieht das aus. Und ja. Also fangen wir jetzt mit dem Auge an. Das ist jetzt für den Henna-Abend. Wie gesagt, den halten wir ein bisschen rötlicher. Und dazu fange ich einfach mal mit einer Transition Shade an. Ich suche mir gerade den schönsten Transition raus. Ich glaube, ich nehme Moody. Also ich nehme Moody aus der Hatice Schmidt Palette. Das ist der Ton hier oben. Und dann nehme ich so einen ganz fluffigen Blenderpinsel, wie der hier von Evelyn, und gehe da rein und verblende das jetzt sehr großzügig auf meinem Lid. Auch hier achte ich drauf, immer schön bis nach oben zu gehen. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Viele verblenden das unten. Wenn du ein kleines Auge hast, würde ich das sowieso nicht tun. Aber ich habe recht viel Platz, sage ich mal, auf meinem
Lied und nutze das so ein bisschen aus und verblende das auch alles. Die Palette von Hatte de Schmidt ist wirklich sehr, 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 sehr gut pigmentiert. Ich mag die Farbauswahl sehr gern und die gibt es ja auch, glaube ich, wieder oder soll es bald geben. Dann würde ich euch wirklich empfehlen, zuzuschlagen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Palette. Deswegen tue ich die auch so selten benutzen, weil ich Angst habe, dass sie irgendwann leer werden könnte. Wobei ich wirklich nur mal überall so ein bisschen rumprobiert habe. Selbst das ist mir schon fast zu schade. Deswegen hasse ich so limitierte Produkte eigentlich. Das ist echt nervig. Als nächsten Ton gehe ich in die Farbe Istanbul. Das ist so ein rötliches Braun. Mit einem Blenderpinsel auch. Bisschen größer und verblende den jetzt so am Auge. Weiß nicht warum, aber habe jetzt aktuell gerade hier so einen totalen Abdruck. Hatte ich noch nie mit der Farbe, aber vielleicht hatte ich den Concealer darunter nicht richtig verteilt und nicht richtig gesettet. Ich weiß nicht. Und jetzt gehe ich in die Farbe Sally aus der Mrs. Bella Palette. Das ist so ein rötliches Braun, eher braun, aber trotzdem noch so ein, naja, so ein Rot drin, finde ich, so ein bisschen. Und das trage ich mir jetzt zum Verdunkeln auf, aber auch recht großzügig, weil ich mag die Farbe wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich will es ja wirklich nicht knallrot haben, ich will es ja noch sozusagen so ein bisschen tragbar haben. Und das rettet sozusagen das Ganze nochmal so ein bisschen und macht es so alles so ein bisschen tragbarer, nenne ich es jetzt mal. Klar, die anderen Farben sind auch tragbar, aber ist dennoch nicht das, was ich mir so vorstelle. Wieder in diesen gräulichen Ton. Diesmal nehme ich das aus der Neutral Palette. Einfach nur zur Abwechslung. Eigentlich ist es egal. Es gibt es in allen drei Paletten. Sei es jetzt in der Kali Bible oder in der Hatte de Schmidt oder jetzt in der. Und trage das eben so bis nach vorne auf. Und hier am äußeren Ende macht das dann leicht wie so ein V. Dann gehe ich in so einen goldenen Ton hier, so ein richtig Kupfergold so ein bisschen. Nicht stark, ich mag, will jetzt nicht großartig wirklich Schimmer haben, sondern nur hier vorne so ins Innenaugenwinkel. Und auch hier unten so ein bisschen verteilt. Das Lid selber will ich erstmal matt halten. Also Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe mich nachgeschaut, weil ich Angst ein bisschen habe, davor nachzuschauen, dass ich gerade nicht gefilmt habe, wie ich mein Augen-Make-up gemacht habe auf der linken Seite. Ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, es ist drauf. Wenn nicht, wäre ich echt traurig. Oh Mann. Normalerweise, wenn man das immer so in den YouTube-Videos sieht, oh, es hat nicht aufgenommen, denkt man sich, was für ein Idiot. Jetzt ist mir selbst passiert. Wäre sozusagen das Augen-Make-up für den Henna. Also ich würde nur noch meine Wimpern tuschen sozusagen noch ein bisschen stärker und die ineinander verblenden. Ich wollte jetzt meine Wimpern nicht kaputt machen sozusagen. Aber an dem Tag ist es ja extra für den Tag, deswegen ist es nicht so wichtig. Und ich werde dann oben noch schwarzen Kajal auftragen und unten beigen. Nur ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht jetzt ausschlaggebend gerade. Genau. Und das wäre sozusagen das Augen-Make-up für den Henna. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich bin mir eben noch nicht sicher, ob ich das mit diesem Glitzer möchte oder ohne. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unter den Kommentaren, was ihr so darüber denkt sozusagen. Und das wäre sozusagen das Hochzeits-Make-up, es ist sehr warm, sehr kühl und die Wimpern sind auch an. Das ist, denke ich, komisch, so direkt in Relation das zu sehen, aber das wäre dann das Make-up. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe versucht, zwischendurch ein bisschen zu reden. Aber das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, zurzeit ein bisschen angespannt, ich achte ein bisschen drauf. Und
wünsche mir Glück, dass es mir an dem Tag gut gelingt und sagt mir gerne eure Meinung, wie ihr es findet, ob ihr es zu viel findet, ob ihr das so tragen würdet. Genau. Und was ihr für Videovorschläge für die Zukunft hättet, weil da wäre ich in meiner eigenen Wohnung mit meinem Mann gemeinsam und wir fahren auch direkt nach der Hochzeit in die Flitterwochen. Und genau, was euch einfach so interessieren würde, also ob was ihr überhaupt euch interessieren würde. Und ja, das war's. Dann würde ich mich bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Entschuldigt mich dafür, dass ich immer so schnell rede und Wörter teilweise verschlucke. So bin ich nun mal. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.